Ich bin davon überzeugt, was in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, das sind die Briefe, die Jesus selbst an die Gemeinden geschrieben hat. Das sind die einzigen Briefe, die wir von ihm haben, die anderen natürlich auch unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Aber hier hören wir Jesus selber zu den Gemeinden sprechen und die sind so, so wichtig, weil wir sein Herz dort kennenlernen, weil wir sein Herz hören, sein Herz für die Gemeinde. Wir sehen seine Güte und wir sehen seine Strenge und das ist so wichtig, dass wir das beides wirklich kennenlernen. Die Güte und die Strenge, wie Paulus das sagt, die Güte und die Strenge Gottes. Und da lesen wir, wie Jesus redet, sehr, sehr anders, als heute in vielen Gemeinden geredet wird. Ich meine, nimm mal so eine Passage wie hier Offenbarung Kapitel 2. Dort ermahnt er die Gemeinde, weil er sie ermahnt, weil sie die Frau Isabel gewähren lassen, die sich eine Prophetin nennt, die meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Hören wir in unserer Gemeinde diesen Jesus? Ich glaube, in vielen Gemeinden, wenn jemand so etwas sagen würde, der würde sofort rausgeschmissen werden. Weil wir müssen positiv sein und wir müssen nur ermutigende Prophetien geben und alles, was ermahnend ist, was irgendwie zurechtweisend ist, das ist nicht gut und das brauchen wir nicht und weil es ja schon alles gut. Also wir haben uns einen schönen Jesus, einen harmlosen Jesus zurechtgemacht, der weit weg ist von dem Jesus der Bibel. Und es ist so notwendig, durch den Heiligen Geist den wahren Jesus kennenzulernen und danach auszustrecken. Ja, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Nicht, wie ich ihn mir vorstelle, wie andere ihn mir vorgestellt haben, wie ich ihn mir wünsche, sondern den herrlichen, undomestizierten Jesus, so wie er in der Schrift uns entgegenkommt. Und dieser Jesus redet zu den Gemeinden und er redet auch heute zu den Gemeinden. Und allen sieben Gemeinden sagt er, ich komme und ich schaue eure Werke an. Jesus interessiert sich für das, was die Gemeinden tun. Und er hat seine eigene Meinung darüber. Wir können manchmal sehr beeindruckt sein von unseren Werken, von unseren Gebäuden, von unseren Programmen und von den Dingen, die wir so tun. Aber wie sieht Jesus das alles? Und worauf schaut er? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und dann sagt er allen sieben Gemeinden, und das bedeutet für mich auch allen Gemeinden heute, sagte diese eine Sache, wer überwindet, dem werde ich geben. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die in den einzelnen Gemeinden dann versprochen werden. Aber alle haben diesen Auftrag, diesen Ruf, überwindet. Wer überwindet, dem gebe ich. Die Gemeinde, die Jesus vorbereitet und die dann siegreich und mit sehr viel Frucht durch die Endzeit gehen wird, ist eine überwindende Gemeinde. Die Gemeinde, die Jesus baut, ist eine überwindende Gemeinde. Und er ruft uns zum Überwinden. Und wir müssen diesen Ruf hören und sagen, ja, ich will ein Überwinder werden. Ich will lernen zu leben wie ein Überwinder. Und das ist genau unser Thema hier. Überwindertraining. Überwindertraining für die Endzeit. Und wir sehen, wenn wir das Buch schon bis zu Ende gelesen haben, wir sehen eine siegreiche Überwindende, ja, leidende und verfolgte, aber doch trotzdem überwindende Gemeinde. Wie das zusammenhängt, das können wir dann später noch ein bisschen anschauen, wenn ich auch über Leiden spreche. Aber zunächst einmal, die Gemeinde, die Jesus im Sinn hat und die er bauen will, ist eine überwindende Gemeinde. Offenbarung 12, 11, sie haben Satan überwunden. Die Gemeinde, die Gläubigen haben Satan überwunden. Nicht sie versuchen es und schaffen es nicht, sondern sie haben es tatsächlich. Sie haben diesen Lebensstil gelernt, zu überwinden. Sie haben Satan überwunden durch das Lammsblut, das Wort ihres Zeugnisses und durch diese Gesinnung. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie kann man dahin kommen, das Leben nicht mehr zu lieben, indem wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben? Indem wir Jesus mehr lieben als alles andere.
Und dazu ist der Heilige Geist da, uns Jesus groß zu machen und uns zu helfen, auf ihn zu sehen, von ihm einfach berührt und überwältigt zu sein und ihn zu lieben, mehr als unseren eigenen Vorteil, mehr als all die guten Dinge, die wir so im Leben haben und an denen wir so hängen. Wir wollen wirklich dahin kommen, dass wir an ihm hängen und an nichts anderem. Und dazu brauchen wir das Training des Heiligen Geistes. Wir brauchen dieses Buch und wir brauchen den Heiligen Geist, der das Buch uns lebendig macht. Sie haben Satan überwunden. Stell dir mal vor, Menschen, die einmal verloren waren, die unter der Knechtschaft des Teufels waren, herausgerissen und nicht nur gerade so mit Ach und Krach gerettet, sondern jetzt bevollmächtigt, befähigt, diesem Teufel, der sie so lange gequält hat, zu widerstehen. Halleluja, das ist Gottes Triumph, eine überwindende, eine siegreiche Gemeinde, die keine Kompromisse macht, an der der Teufel nichts mehr finden kann. Wir sind weit davon entfernt, aber lass uns nicht entmutigt sein, Gott hat Mittel und Wege. Er hat Mittel und Wege und er lenkt auch die Umstände und die Ereignisse in dieser Welt und alles führt dazu, die Gemeinde voranzubringen. Was hat Corona der Gemeinde für einen Segen gebracht? Was für ein gewaltiger Segen! Und Herzen wurden offenbar und Menschen haben auf einmal gesehen, wie sie ohne Not sich unter diesem Geist der Angst begeben und dann völlig verrückte Dinge tun. Aber Angst ist ein Geist und wir können den Teufel überwinden und wir können angstfrei leben und das ist, was wir in der Bibel sehen und darum soll es gehen. Halleluja. Und dieses Überwinden kommt nicht zustande mit eigener Kraftanstrengung oder mit irgendwelchen Bemühungen unsererseits, sondern die kommen zustande, indem das Wort Gottes in uns Raum gewinnt. Von den jungen Männern, also vom Geist her, die dritte Stufe, die Babys haben wir, die Kleinkinder, dann haben wir die jungen Männer, dann haben wir die Väter. Und was heißt von den jungen Männern? Ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt es überwunden. Halleluja. Das heißt, da ist keine Macht mehr, die euch aufhalten kann, voll in eure Berufung hineinzugehen. Niemand mehr kann euch aufhalten. Kein Teufel, keine religiösen Instanzen, keine politischen Führer, kein niemand kann sie aufhalten, voll in das hineinzugehen, was der Herr für sie hat. Weil sie das letzte und größte Hindernis schon überwunden haben. Ihr habt den Teufel überwunden. Und wie haben sie das getan? Indem sie diesen Lebensstil gelernt haben, mit dem Wort Gottes sich zu füllen, und geprägt zu sein und zu erlauben, dass das Wort Gottes die höchste und letzte und entscheidende Instanz in ihrem Leben ist. Und dieses Wort baut sie auf. Halleluja. Ihr seid stark. Das Wort Gottes wohnt und bleibt in euch. Halleluja. Und deswegen könnt ihr herrschen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Römer 5, 17. Durch die Gnade, die wir empfangen, herrschen wir im Leben. Wir können lernen zu herrschen. Über den Teufel, über den Bedränger. Und das ist ein Lebensstil. Und wir sind jetzt in der Vorbereitung. Und dank sei Gott, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, bevor es richtig dicke kommt. Und ich denke, wir spüren alle, es wird richtig dicke kommen. Und wahrscheinlich viel heftiger, als wir uns das jetzt vorstellen können. Und wir sollen keine Angst haben. Aber wir sollen weise sein und die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen.